Es ist, glaube ich, ganz scheiße. Ja, ich glaube auch. Wir begrüßen Sie zur Late-Night-Show von UTV. Heute mit dem Thema Zuversicht. Was Besseres ist uns leider nicht eingefallen. Außerdem hat die Goethe-Uni einen neuen Kanzler. Warum prügeln sich weibliche Kängurus öfter als männliche? Ja, was sollen sie auch machen, wenn die Bitch die gleiche Tasche hat? kannst du dich an den Namen erinnern? Wen interessiert schon der Name? Egal. Weiter mit dem Thema Zuversicht. Zuversicht war das Lieblingswort des verstorbenen Kardinals Lehmann aus Mainz. Er wird als ein liberaler Konservativer bezeichnet. Naja, die erste Frage ist ja natürlich erstmal, was ist ein liberaler Konservativer? Gute Frage. Also, es wird gesagt, er war sehr humorvoll. Wir haben heute die ausgesprochene Ehre, die wunderbare, platinverdächtige Leonie hier performen zu sehen. Okay. Lass erst mal. The best thing you tonight said we're not fighting. Fighting. Hallihallo, ich bin ein Riesenfan von Dorothee Bär. Du meinst die mit den Flugtaxis? Ach, okay, aber lass uns mal weitergehen. Ich bin quasi der Fan von Dorothee Bär. Die ist jung, eine Politikerin, endlich mal Frauen in der Politik. Die ist transparent. Hast du dieses 100 Tage, 100 Fragen gesehen vor der Bundestagswahl? Richtig gut. Ach so, kam sie nicht bis 83 Fragen? Ja, das stimmt. Sie hat die Sonntage ausgelassen. Ah, die Sonntage. 100 Fragen, die Welt bewegen. Frage 1. Wie wird morgen das Wetter sein? Frage 2. Wen interessiert das überhaupt? Hast du schon mal ihr Instagram-Profil gesehen? Ja, voll süß! Insta-Loverin, Gamerin, Jägerin ja, aber und ist doch, Bundestagsabgeordnete. Ja, aber die ist so vielseitig. Das ist doch gut. Na gut, ich meine, ja, eine Politikerin, die Gamerin ist... Das hat doch was. Goat-Simulator, meinst du? Oder eher Sims? Wie baue ich mein eigenes Kabinett zusammen? Naja, es gibt ja noch mehr Ministerinnen als nur Dorothee Bär. Guck doch mal zum Beispiel auf Svenja Schulze. Schulze? Naja, diese Umweltministerin von der SPD. Die coole Lobbyistin. Wir beenden diesen Part der Show mit einem Zitat. Aussage. Mit einer Aussage von Hazel Brugger. Qualitätsansprüche an Frauen sind nicht so hoch wie an Männer. Dementsprechend müssen sie sich nicht mehr bemühen, um einen Job zu bekommen und ihn aufzubehalten. Seit ich OK benutze, kann ich tun, was ich will. Seit ich OK benutze, fühle ich mich geflügelt. Seit ich OK benutze, fühle ich mich beflügelt. Seit ich OK benutze, kann ich sein. OK. So saugstark wie nie zuvor. Mit OK
bin ich immer noch K.O., aber zuversichtlich. Hallo und willkommen zurück im Studio. Herzlich willkommen zu den UTV News heute am 1. April mit einer Sondersendung. Die folgenden Beiträge müssen leider kurz unterbrochen werden und verschieben sich somit um 2 Minuten und 13 Sekunden. Mein Name ist Franka und ich präsentiere Ihnen heute die News. Heute Nachmittag hatten Touristen in der Bundeshauptstadt nahe des berühmten Brandenburger Tors ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Die geschossenen Fotos gingen viral und sorgten für viel Aufsehen. Bundesweit verzeichneten Supermärkte einen großen Ansturm an panischen Mitbürgern, die sich mit Vorräten für die kommenden Wochen versorgen wollten, um gegen einen intergalaktischen Krieg vorbereitet zu sein. In der AfD-Fraktion des Bundestags wird bereits über eine Obergrenze für außerirdische Lebensformen debattiert. Heute mit mir im Studio ist daher die Alien-Expertin. Die Alien-Expertin und Ufologin, Frau Professor Dr. Vera So-und-So. Hallo. Frau Professor, glauben Sie, bei diesem unbekannten Flugobjekt könnte es sich um ein UFO handeln? Ja. Aha. Und was können Sie unseren Zuschauern denn raten, die sich mit den Außerirdischen in Verbindung setzen wollen? Also nach meiner Erfahrung helfen Aluhüte ziemlich gut. Okay. Gibt es eventuell verschiedene Modelle? Ja, also zum einen gibt es den Standard-Aluhut, den ich auch bevorzuge. Mhm. Als Alternative habe ich immer dabei den Aluhut der Dreifaltigkeit für unsere Gottesgläubigen unter uns. Vielen Dank. Das war's auch schon. Vielen Dank für Ihre außerordentlichen Informationen. Kein Problem. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich habe gerade die Eilmeldung gehört. Moment, ich kann es Ihnen sofort berichten. Nach aktuellem Informationsstand dürfen wir eine Entwarnung an die Bevölkerung geben. Das gesichtete Luftfahrzeug schien das private Flugtaxi der Staatsministerin Dorothee Bär zu sein. Das private Flugtaxi der Staatsministerin Dorothee Bär zu sein. Das war die Sondersendung zum 1. April. Und damit gebe ich zurück ins Late Night Studio. Ich freue mich nun für das folgende Interview, den Posterboy und aufsteigenden Star der deutschen Filmindustrie zu begrüßen, Leonard Lessing. Wie ist eigentlich Ihr Name? Boah, ist jetzt eine sehr schwere Frage irgendwo. Kann ich noch gar nicht sagen, weil ich noch nicht so weiß, wie der Rahmen also wird, so wie ich halt als Figur letztlich überhaupt so. Sind Sie ein Feminist? Entschiedenes Jein. Ich liebe Frauen. Danke. Wofür Sie sich ja momentan einsetzen in einem Werbespot sind Tampons. Klassischerweise ein Frauenprodukt. Bewerben Sie die jetzt auch für Männer? Also gibt es Tampons für Männer? Jeder ist herzlich dazu eingeladen. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?
Vorbereitung, ja, fiel mir jetzt nicht so schwer. Ich bin eigentlich immer ganz gerne auch so weiß, schwarz ist so mein Ding. Was haben Sie denn gemeinsam mit Ihrer Rolle? Gemeinsam mit meiner Rolle? Ja, die Art, die Bewegungsweise, die Art des Acting, auch ansonsten alles mit was im Filmischen, was irgendwie mit Blut auch nur im Fantasy zu tun hat, zieht mich sehr an. Ja, und es ist auch einfach mal angenehm, nur unter Kolleginnen tätig zu sein. Also es ist auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal. Nutzen Sie das beworbene Produkt, die Tampons, auch privat? Ja, selbstverständlich. Also es muss ja wirklich irgendwie auch überzeugend sein, auch für mich selbst, sonst könnte ich das ja nicht spielen. Danke fürs Interview. Bitte sehr. 1, 2, 3, 4. Du bist so heiß, ich bin so heiß, warum allein und nicht zu zweit? Du siehst mich an, ich seh dich an, du bist perfekt wie ein Diamant, Diamant, Diamant. Auf Wolke 2, bring mich auf 7, da sind wir frei, da können wir fliegen. Bist du ein Traum, bist du real, ich glaub es kaum. Frage noch einmal. Diese Show wird präsentiert von Wodka X und Tampons Okay. Hält auf jeden Fall einen Arm dicht. Danke an unsere Zuschauer! Ich hab keinen Plan von der Moderation. Dann Szene 1, Take 9. Nee, warte mal, ich kann nicht zählen. 8. Hatte ich gerade schon 8? Ich bin Tim. Einfach nur Tim. Du bist doch nicht Tim, du bist doch meinetwegen Tom. Das ist das Stichwort, was wir brauchen. Diese Antwort ist meine Lieblingsantwort, ja? Country Road! Oh, das funktioniert wieder super, du. Kann man alles schneiden, kann man alles schneiden. Okay, fürs Erste okay. War das ein guter Versuch. Deswegen sitze ich auch hier und du machst die Känguru. Nicht bewegen. Qigong erklären. Nee, also Qigong muss man fühlen. So. Gut. Reicht ja auch, oder?